Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Giants Standard Mods Vorstellung. Es kamen wieder ein Schwung Mods direkt vorab. Alle Mods findet ihr im Mod Hub hier im LS. Direkt einfach auf Mods klicken oder einfach auf der Mod Hub Internetseite. Wir schauen uns die ganzen Schoße wieder im Shop an und fangen hier einmal bei Drescher an. Da haben wir den hier Holland TX32. Nummernschild könnt ihr machen und alle Reifen oder fast alle Reifen. Genau, das war es eigentlich schon, was ihr mit dem machen könnt. Dann geht es hier einmal zur Maschine. Machen wir mal eins nach dem anderen. Wir sind auf jeden Fall bei Schneidwerke noch. Dann wird das TX32 Schneidwerk, da könnt ihr nichts machen. Dann geht es weiter bei Pflüge. Da haben wir einen Querneland 2500 SI Plaug. Den könnt ihr den Packer mit dran machen. Der ist es ja der aus dem Querneland DLC. Kennen wir alle. Der ist auch ein bisschen kürzer wie der hier, also ein Meter kürzer. Ich weiß nicht, da geht glaube ich auch ein Packer dran, ne? Ja. Der hier ist ein Meter kürzer. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Bei der Gruppe war nichts. Es war noch eine Sämaschine noch mit dabei. Und auch eine. Die Querneland DG2 12.000. Da könnt ihr dann nur Nummernschild machen. Dann ist noch dabei ein Düngestreuer, nämlich der Querneland Exacta TLX Geosprea TL 3900. Da könnt ihr auch nichts dran machen, aber den kennen wir ja auch. Aus dem Querneland DLC. Jetzt, wir haben einiges aus dem Querneland DLC mitbekommen, genauso wie Mähwerk, das Vicon Extra 732 Feed und das Querneland 3332 FT. Könnt ihr, wie gesagt, hier die Marke switchen. Dasselbe gilt auch fürs Extra 71 7100T. Da könnt ihr noch zusätzlich die Sparablage ja, nein. Und eben auch zwischen Querneland und Vicon. Bei Querneland wäre es eben das 53100MT. Und dann gibt es noch ein Wender, eben den Vicon Funex 604. Den kennen wir ja auch schon aus dem, ich glaube sogar aus dem Standardspiel, nicht aus dem DLC. Genau, und Schwader haben wir auch noch einen, nämlich den Vicon Andex 1304 Pro. Da könnt ihr Reifen tauschen und ihr könnt noch den Querneland 9530C draus machen, wenn ihr Bock auf den Querneland Schwader habt. Und dann haben wir noch zwei Ballenpressen, nämlich die Pöttinger Impress 125 FC Pro mit Ballenumschubser oder halt nicht und Folien. Und da gibt es eine neue Folienfarbe, nämlich eine blaue. Aber bei der bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die, oder wir gucken einfach mal nach. Genau, die ist neu. Die gab es vorher noch nicht. Und auch den Vicon Fastballer bzw. den Querneland Fastballer ebenfalls wieder Reifenvariante und auch mit der blauen Folie. So. Habe ich was vergessen? Schauen wir mal ganz kurz. Nee, na. Wir haben alles gesehen. Schauen wir uns die ganze noch einmal hier im Spiel an. Fangen wir mal vorne beim Drescher an. Der passt auch wie gehabt. Machen wir noch den Soundcheck, Freunde, bei dem hier. Ich glaube, es ist zu leise, ne? Ah, egal, passt schon. Hört sich genauso an wie vorher. Oder so ähnlich, ja. Der ist wieder am Start. Dann hier einmal Querneland Vicon May Kombi. Einmal Querneland hier als Vicon. Mit der Schwalablage, sieht gut aus. Ist auch endlich wieder dabei. Ist, glaube ich, müsste auch wieder die größte May Kombi sein von der Meteranzahl. Das wird man gleich mal rausfinden wollen. Wir haben hier 8,3 Meter, 10 Meter, das Ding hat genau 10,2 Meter, 10,20 Meter, ist somit das größte Mähwerk. Hier ist der Düngestreuer, passt auch. Auch nichts großartig neu dazu. Dann haben wir hier die Sämaschine, die DG2, die ist riesig, finde ich. Ja, das ist cool, cooles Teil, gefällt mir. Dann haben wir hier den Pflug
mit dem Packer dran, den kennen wir ja hier auch schon aus dem LS19, ist halt jetzt hier auch mit im LS22. Einmal den Vicon Wender, wie halt so ein Wender ist, und auch ein Vicon Schwader, der auch relativ groß ist, finde ich, ganz cool. Dann einmal der Fastballer, den kennen wir ja auch mit der blauen Folie. Und einmal die Pöttinger. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die auch eine Vorpresskammer hat. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, haben wir noch eine dritte Pöttinger Ballenpresse. Ich muss sagen, die Pöttinger Ballenpressen, die gefallen mir eh richtig gut. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, alle Mods findet ihr im Mod Hub. Ganz normal. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass Giants alle 2 Wochen so ein Pack raushaut. Und nicht jede Woche. Vielleicht wird es auch jede Woche ab jetzt sein, vielleicht auch alle 2 Wochen, vielleicht war das auch das letzte. Schauen wir mal. Wir vermissen aber noch einige Sachen, unter anderem einen Xerion, den hätten wir noch gerne. Einen JCB-Kompaktlader hätten wir gerne. Wir hätten gerne einen JCB-Radlader. Hätten wir gerne. Wir hätten gerne einen Deutz Agrostar. Wir hätten gerne einen 1455 XL. Wir hätten gerne. Hätten wir noch irgendwas? Lass mal denken. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wir hätten gerne wieder einen Tatra Phoenix 6x6. Der wäre cool, wenn noch kommen würde. Falls euch noch irgendwas einfällt, was ihr vermisst, dann schreibt es hier rein. Oder schreibt es irgendwo hin. Ich hoffe irgendwie, dass sie das sehen. Falls ihr es seht, bitte macht es einfach. Weil die New Holland Kompaktlader sind echt kacke. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte gern wieder JCB. Ansonsten, wie gesagt, falls euch noch was einfällt, was noch fehlt, vielleicht der Hürlingmann tatsächlich wieder. Der hat einen ganz coolen Sound. Der Lindner Unitruck, der wäre auch ganz cool. Der Aebi Hangmeier wäre ganz cool. Das sind schon ein paar Dinge. Die Big Buds wären auch wieder cool, wenn die kommen würden. Auch die eine Seedhawk oder das Borgaul-Zeug wäre ganz geil, wenn noch was kommt. Aber wie gesagt, vielleicht kommt ja da noch was. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder in der nächsten Mod- bzw. DLC-Vorstellung. Bis dahin. Tschüss.